Hallo und willkommen zurück zu Teil Nummer 16 meiner Megaserie über Musikproduktion. Wir sind mittlerweile beim Vocal Mixing angelangt und in den letzten 2-3 Tagen haben wir die Vocals mit EQ versehen, wir haben serielle Kompression eingesetzt und weil dadurch auch die S-Laute, also die Sibilanten, nach vorne gekommen sind, haben wir einen De-Esser eingesetzt. Das ist in den letzten 3 Tagen passiert. Unbedingt empfehlenswert, dir das anzuschauen. Und falls du die ganze Serie schauen möchtest, habe ich dir die Playlist in der Infobox verlinkt. Kannst du alle 30 Teile anschauen. Was wir heute machen wollen, ist die Vocals mit einem speziellen Plugin etwas mehr in die Stereobreite zu ziehen. Also sie ein bisschen fetter zu machen auf gut Deutsch. Und mit einem Hall ein bisschen mehr in die Tiefe des Mixes zu bringen, um so ein bisschen Tiefenstaffelung schon mal anzufangen jetzt für den Mix. Ganz kurz, bevor wir loslegen, wenn du Probleme hast, den Equalizer für deine Vocals einzustellen, und ich weiß, dass das viele haben, dann empfehle ich dir mein PDF Vocal EQ. Da zeige ich dir, wie du in 5 einfachen und logisch nachvollziehbaren Schritten den Equalizer für deine Vocals perfekt einstellen kannst. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt als PDF. Kannst du dir runterladen. Jetzt legen wir los. Wir sind also im Moment so weit, dass wir die Vocals mit EQ bearbeitet haben, komprimiert haben und mit einem De-Esser versehen haben. Ich möchte die Vocals jetzt ein bisschen breiter noch machen oder einfach, man sagt immer so schön, ein bisschen fetter machen. Und dazu benutze ich jetzt ein Logic Internus Plugin, das heißt Ensemble. Und ich nehme jetzt hier einen neuen freien Sender, das ist in dem Fall Bus Nummer 6. Der ist hier schon und den möchte ich als Stereo Send anlegen, weil ich eine Stereobreite möchte. Und das hier ist Ensemble. Ich benutze, um Vocals breiter zu machen, eigentlich lieber ein Plugin eines Drittanbieters. Und zwar ist das der Vocal Doubler von Isotope, weil der einfach noch ein bisschen bessere Ergebnisse bringt. Mein Problem im Moment ist, dass dieser Vocal Doubler, das ist ein kostenloses Plugin übrigens, dass er noch nicht für den Apple M1-Chip auf dem Apple M1-Chip läuft und deswegen kann ich ihn noch nicht benutzen. Aber du kannst dir das kostenlos runterladen. Der Ensemble ist aber auch gut und deswegen verwende ich den jetzt, weil man muss mit dem arbeiten, was man hat. Mit diesem Plugin hast du die Möglichkeit, mehrere einstimmige Stimmen hier hinzuzufügen. Jetzt in dem Fall sind es 3. Es sind hier, kannst bis auf 7 hochdrehen. Ich kann die Stereobreite dieser Stimmen verbreitern und ich kann diese künstlich generierten Stimmen auch noch gegeneinander in der Phase verschieben. Ich drehe jetzt mal hier einfach bei den Lead Vocals, mit denen fangen wir an, relativ weit den Send hoch, damit du den Effekt genau hören kannst. You can take the New England lake you go to. Im Moment klingt dieses Ensemble-Plugin wie so ein Flanger- oder Phaser-Effekt, also oder so ein Chorus-Effekt. Du hörst das so ein bisschen wabern. Spannend wird es, wenn ich jetzt die Phase hier hochdrehe und dass die einzelnen Stimmen in der Phase gegeneinander abdriften lasse. Dann entsteht dieser breite, fette Chorus-Effekt, könnte man das nennen, der die Stimme einfach breiter macht. Und ich ziehe es hier auch nochmal im Stereo-Spread breiter. Und dann hören wir nochmal rein. You can take the New England lake you go to. I'll settle with the southern land. It's just happenstance that I had ever really known you. So, bei solchen Sachen, da denkt man am Anfang nur, wow, das klingt aber cool, schön fett und so. Pass bitte auf, dass du da nicht übertreibst, ansonsten klingt es wieder unnatürlich und wir wollen sehr gerne natürlich haben. Der weitere Vorteil dieses Plugins hier ist, dass ihre Stimme ein kleines bisschen weicher wird. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Ich glaube, das Mikrofon, mit dem sie aufgenommen haben, ist einfach nicht so hochwertig, weil das klingt so in den Höhen so ein bisschen spitz und wir haben die Höhen jetzt auch nochmal angehoben, weil wir so einen schönen, klaren Popgesang haben wollen. Und der große Vorteil wirklich bei solchen, auch du könntest auch einen Chorus-Effekt jetzt nehmen, zum Beispiel einen Haas-Effekt, ist, dass du praktisch jetzt hier die Stimme ein bisschen genehmer machen kannst, ja, dass sie nicht ganz so spitz klingt. Okay, bringen wir jetzt im nächsten Schritt die Vocals noch ein bisschen in die Tiefe mit einem schönen Reverb. Ich nehme wieder das Reverb von, oder ein Reverb von Logic, den Space Designer. Und den möchte ich auf Stereo haben. Ich möchte diesen breiten Hall haben in dem Fall. Und ich habe da einen schönen Hall gefunden in der letzten Produktion. Hat mir sehr gut auf Vocals gefallen. Unter Plate Reverbs. Und das war genau das erste gleich hier. Sustain Plate, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich ziehe den Wet-Regler ganz nach oben, weil ich ja hier im Aux hänge. Ein bisschen Pre-Delay nehmen wir noch mit dazu. Das kann ich nachher noch nachstellen.
Und ich zeig dir mal, wie dieser Hall klingt. Der klingt wirklich sehr angenehm. Also der gefällt mir richtig gut. Ein schöner, warmer, dunkler Hall, der die Vocals schön in die Tiefe bringen kann. Dieses Sustain Plate. Ist auch noch ein bisschen viel jetzt, das drehe ich noch runter. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen nachkontrollieren, ob es unangenehme Frequenzen gibt. Du siehst schon wieder die Arbeit mit Frequenzen hier, deswegen unbedingt PDF runterladen. Problemfrequenzen. Ich setze hier nach dem Space Designer, nach meinem Hall, einen EQ ein. Und ich möchte mal ein bisschen gucken, ich möchte nicht, dass der unten so rumrumpelt und auch nicht hier oben so so kreischt. Deswegen versuche ich das ein bisschen einzuschränken und ich schaue mal, ob es Problemfrequenzen gibt, die ich eventuell absenken möchte. Und dazu lassen wir nur den Hall an. Also hörst du hier bei 1K, da ist es recht unangenehm. Ich denke mal, das liegt einfach am Mikrofon. Ne? Das hat wohl deine Überbetonung da, deswegen nehme ich das ein bisschen runter. Ich finde jetzt, das klingt schon recht gut. Ich werde es jetzt noch ein bisschen runterfahren und auch die Backing Vocals noch ein bisschen mit Hall versehen. Zunächst mal einfach, um reinzuhören, wie das kommt. Und hören wir uns das mal an. Okay, jetzt interessiert mich natürlich, Hall ist auch immer so ein riesiges Thema. Welches Hall-Plugin benutzt du? Du siehst, ich arbeite sehr viel mit Logic-Plugins, weil ich mich einfach sehr viel damit beschäftigt habe, auch durch die ganzen Masterclasses für meinen Membership-Bereich. Und ich habe einfach festgestellt, dass diese Plugins von Logic, die internen, richtig gut sind und dass ich gar nicht mehr so viele Plugins von Drittanbietern möchte, weil man einfach richtig gut damit arbeiten kann. Deswegen nochmal, welchen Hall benutzt du? Es geht bestimmt die Diskussion los. Was ist der Hall, den man nehmen soll? Kommt jetzt wieder der Valhalla Reverb oder was auch immer? Das interessiert mich. Ich finde, man kann mit Logics, oder mit den internen Reverbs deiner DAW, hier in Logic ist auch das Chroma-Verb gerade bei mir sehr stark im Gebrauch, kannst du schon richtig viel machen und brauchst gar nicht unbedingt einen Hall von Drittanbietern. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Schreib es mir unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Ansonsten hoffe ich, ich sehe dich morgen wieder beim nächsten Teil. Viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann.